Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen zum zweiten Teil der Bahn in der Scheune. Und wir werden heute mal einen Zug verfolgen, der hier etwas langsam aus dem Tunnel rauskommt, hier allerdings auch in Gegenrichtung unterwegs ist. Und zwar gibt es hier einen Eilzug, der von Freiburg nach Donaueschingen unterwegs ist. Jetzt kommt er gerade aus Donaueschingen und fährt nach Freiburg. Und der dann auf dem Rückweg einen Kurswagen mitführt, der auf einen Personenzug übergeht und dann quasi nicht wieder zurück nach Donaueschingen fährt, sondern nach Bonndorf. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen, wie das hier so geschieht. Hier haben wir einen der beiden Beteiligten, der Personenzug, der hier mit einer Baureihe 75 aus Freiburg Hauptbahnhof ausfährt und hier in Freiburg-Wiehre einfährt. Bevor es auf den bergigsten Teil der Höllentalbahn geht. Ja, es hat gerade der Fahrgastwechsel stattgefunden. Der Zug fährt wieder aus dem Bahnhof. Ab in die Berge. Signal steht auf freie Fahrt. Und er verschwindet erstmal hinter den Kulissen. Überquert dann das Ravenna-Viadukt . Die Lokomotiven hatten übrigens alle Sound. Es ist hier allerdings das Problem, dass dass so viel Hintergrundgeräusche war und Gespräche und lautes Gelächter, dass ich also hier einen Ton abdrehen musste. Das ging nicht anders. Ja, und dann haben wir unseren Eilzug, den wir vorhin haben einfahren sehen aus Donaueschingen. Jetzt ist er wieder zurück mit einer Baureihe 85. Einem badischen Packwagen und zwei badischen Schnellzugwagen. Ja, und einem Einheitsschnellzugwagen würde ich jetzt mal vermuten, dass es die 28er Baureihe ist. Und es geht wieder in den Bahnhof Freiburg-Wiehre. Zug übrigens schön gealtert. Also die Wagen sind wirklich schön gemacht. Also ich habe mich an meine noch nicht so richtig rangetraut. Bei mir sind nur die Güterwagen gealtert im Moment. Der Zug hält an, Fahrgastwechsel, inzwischen kommt der Personenzug, der quasi mehrere Blöcke vor dem Eilzug ist, im Bahnhof an, also in Neustadt, im Bahnhof Neustadt an. Fährt in den Bahnhof ein. Hier auch wieder Fahrgastwechsel.
Und dann wird die Lok abgekuppelt. Weil diese Baureihe aufgrund der verbauten Bremse, also die hat hier so eine Rickenbach-Gegendruckbremse, für die Bergstrecke eingesetzt wird. Was irgendwie aus meiner Sicht ein bisschen kurios ist, weil das ist ja die ältere Baureihe, ne? Das ist ja die Badische 4B. Und die Badische 4C, die kommt dann hier an den Zug und befördert den dann weiter. Ja, es gab dann natürlich, das ist so die Abteilung Pleiten, Pech und Pannen. Die Lok, die war hier wahrscheinlich ein bisschen verschmutzt und wollte nicht mehr so richtig. Und da braucht es immer eine helfende Hand, aber jetzt steht sie dann sowieso im BW. Wann da, ob da was gemacht wurde, weiß ich nicht. Ich habe es auch nicht, deshalb habe ich es auch nicht gefilmt. Ja, die nächste Lok kommt an den Zug. Das ist jetzt die Badische 4C. Also die spätere Baureihe, ne, die ist dann 75-4 und 75-10 bis 11. Da haben sie dann also noch ein paar nachgebaut nach dem Ersten Weltkrieg. Die fährt jetzt hier erstmal in Zug. Ankuppeln war eigentlich ein bisschen sinnlos, weil sie sowieso gleich nochmal unterwegs ist. Sie muss ja dann erstmal den Eilzug vorbeilassen. Und ja, und dann muss er sich den Kurswagen schnappen. Ja, das mit den Kupplungen war ja ein bisschen problematisch. Die sind zwar wunderschön für den automatischen Betrieb, aber zum Rangieren und die haben halt manchmal ein bisschen schwierig ein- und ausgekuppelt. Das war da nicht so einfach. Inzwischen ist der Eilzug in Freiburg-Wiehre zur Ausfahrt bereit. Er hat den Fahrgastwechsel abgeschlossen und fährt jetzt aus. Die Zuglok ist eine Baureihe 85. Die Lok ist ja speziell für die Höllentalbahn angeschafft worden und sind also bloß 10 Stück gebaut worden von dieser Baureihe. Auch hier muss man natürlich über das Ravenna-Viadukt, wenn man nach Neustadt möchte. Hier nochmal der Zug in seiner ganzen Schönheit. Geht dann nochmal eine Gleiswendel herunter, bis der Zug dann hier einfahren kann.
Wir sind in Neustadt. Es findet wieder Fahrgastwechsel statt. Und der L-Zug lässt den Kurswagen stehen. Hier dann die Situation im Bahnhof Neustadt. Wir haben vorne auf Gleis 1 den L-Zug, der jetzt den Kurswagen noch dran hat. Und der Personenzug, da hat die Lok schon mal die Seite gewechselt, weil sie den Kurswagen dann von hinten auf den Personenzug draufschieben muss. Ja, dann verlässt der L-Zug. Also während die sind ganz hinten in der Ecke rechts oben fährt, also die Lok schon nach hinten, um sich jetzt den Kurswagen zu holen, während der L-Zug jetzt hier aus dem Bahnhof Neustadt ausfährt. Dann haben wir hier eine wunderschöne Brücke. Ja, und dann verschwindet der Eilzug im Tunnel in Richtung Donaueschingen und wir können uns wieder unserem Kurswagen zuwenden. Ja, hier fährt noch ein Güterzug ein relativ kurzer, während wir hier uns den Kurswagen schon gegriffen haben. Wie wir das hier auch dem Foto sehen. Hier sehen wir das Ganze nochmal als Foto. Und jetzt kommt auch der Güterzug zum Zug. Da hängen nämlich zwei Wagen dran, die auch noch da in den Personenzug hinein sollen, die die Lok jetzt noch aufgenommen hat und hinten an den Personenzug schiebt. Hier ist der Zug dann komplett. Wir müssen nur noch die Lok umsetzen und es kann losgehen. Und auch mit unserem Personenzug genießen wir jetzt nochmal die schöne Fahrt durch diese tolle Landschaft. Ja, nicht wundern, wenn zwischenzeitlich irgendwie die Wagen gewechselt haben. Das ist also nicht immer der gleiche Fahrplan gewesen, von dem ich jetzt hier, den ich jetzt hier für die Aufnahmen genutzt habe. Es sind also immer verschiedene Züge unterwegs gewesen. Die Donnerbüchsen haben sich jetzt hier in badische Länderbahnwagen verwandelt. Also die Geschichte ist mit mehreren Zügen entstanden. Das ist mir übrigens auch jetzt gerade erst aufgefallen. Hier geht es jetzt nicht
geradeaus weiter nach Donaueschingen, sondern es geht dann, nachdem man in den Tunnel einfährt, nach Lenzkirch und dann weiter nach Bonndorf. Und da sind wir jetzt hier schon. Der Zug kommt jetzt hier aus dem Tunnel heraus. Mit den beiden Güterwagen und dem Kurswagen und fährt jetzt hier in den Bahnhof ein. Die Lok setzt um und wir sind hier schon in Bonndorf, wo der Kurswagen abgestellt wird. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mit diesen Bildern möchte ich mich heute verabschieden. Wir haben hier nochmal ein Panorama sozusagen aus dem Innenraum der Anlage gefilmt. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht was draus.